Oh, jetzt gib Gas, ich hab keinen Boost. Oh, ich hab... Hab ihn. Oh, Alter. Ja, geht ja direkt gut los. So für die Leute, die sich fragen, hab ihn. Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer Folge Rocket League und Dominik fährt nicht, läuft! Alles so. Easy. Ja. So, wir spielen eine Runde Rocket League 2. Oh, ich dachte, geh rein. 2 gegen 2 ranked. Wir sind beide Challenger 1. Genau. Zum Glück noch 1, ne? Oh, jetzt gib Gas, ich hab keinen Boost. Oh, ich hab. Hab ihn. Oh, Alter. Ja, geht ja direkt gut los. So für die Leute, die sich fragen, hab ihn. Ja. Für die Leute, die sich fragen, wer ist Dominik? Dominik ist so ein kleiner Fanboy von mir, ja? Ja, auf jeden Fall. Der hat damals Blocktown bei mir geguckt und letztes Mal gefragt, Digga, können wir nicht mal ein YouTube-Video zusammen aufnehmen? Und dann habe ich mal gecheckt und gesehen, er spielt auch relativ viel Rocket League. Und dann, ich bin ja nicht abgehoben oder so, habe ich mir gesagt, Digga, der kann gerne mal mitspielen. Ja, genau. Du siehst, wo es Tools geführt hat gerade. Ja, das ist scheiße. Bald kommt wieder Gameplays mit Björn, ja. Da kommt wieder gescheite Gameplays. Nein, alles gut. Digga, gewinnen ist nicht alles. Man kann auch ohne. Man kann auch verlieren und Unterhaltungswert liefern. Ungefähr so, Wichser. Nice, Tor. So, genau, wir haben auch. Hab ich immer noch letzte, ne? Wir haben. Was soll ich jetzt sagen? Ach genau, wir haben auch eine Folge, oder eher gesagt, 2 Runden in einer Folge für Dominik aufgenommen. Also wäre cool, wenn ihr da auch mal vorbeigucken könntet. Wäre derbe nice, war auch derbe witzig. Oh lol. Besonders das Ende war derbe heftig, ja, echt. Das Ende war echt ganz geil, ey. Also die letzte Sekunde in der letzten Runde. Jetzt nicht vorspulen, ey, guckt euch die ganze Folge an. Ne? Nein. Aber guckt euch auf jeden Fall die Folge an, die war zu hammerhart, das ist zum Schluss. Schönes Ding. Ja. Bisschen lucky. Bisschen. Das Lucky, Digga, ich dachte, das wäre gewollt jetzt gewesen. Das war gewollt, aber ich dachte, der kommt da locker dran. Nee, Quatsch, Digga, du bist Sniper. Du fährst, easy. Ne? Jo. So. Diesmal fahr ich auch wirklich. Ja, nee, Dominik hat damals bei Blocktown, falls sich noch einige von euch daran erinnern, Blocktown war ein Minecraft-Projekt von mir, hat sich da, ja, damals hat er bei mir ein bisschen zugeschaut gehabt, mein halbes Haus, was ich da gebaut habe. Und ja, letztens ist er mal wieder auf mich aufmerksam geworden. So, wie klein die Welt ist, ey. Ja. Ah, ficken. Ist das so? Ja, nimm's mir nicht übel, ich spiel gerade wieder letzte Vollmonge, weil ich vor ungefähr 10 Minuten aufgestanden bin. Ach, wir machen die trotzdem fertig. Ja, Digga, easy. Guck mal, hier läuft doch viel besser als bei dir. Guck mal, deine Folge brauchst du gar nicht hochladen. Ah. Wie gesagt, bei mir schön. Ist das egal. So, du fährst? Gewinnen oder verlieren? Ja, Hauptsache die Sympathie ist da, komm. Digga, aber ich finde das nice. Ich habe mir sowieso schon mal in letzter Zeit überlegt, mal mehr Cross-Promo mit anderen YouTubern zu machen. Schade. Und da Dominik auch ungefähr so groß ist wie ich, dachte ich mir, Digga, das passt echt gut. Oh, schönes Ding. Ich habe dich von der Seite gehört, deswegen bin ich nicht reingefahren. Easy. Easy. Ich mach mal hier die Lautstärke ein bisschen leiser, weil ich habe das Gefühl, Dominik ist ziemlich leise im Gegensatz zum Spiel. Leise, okay. So, ja, ich habe TeamSpeak sehr, sehr leise, weil mich das immer abfuckt, wenn ich sowas wie Counter-Strike oder so im Livestream spiele und der TeamSpeak rastet dann immer voll aus, da kann ich nicht ab. Bin da sehr empfindlich, was sowas angeht. Ah, nein, der geht nicht, oder? Doch, der geht. Scheiße. Der geht. Was ja. Ratte. Das ist immer das Problem, wenn man zu zweit nach vorne fährt, dann hat man keine Defense. Ich war halt darauf eingestellt, dass du das Ding nach vorne haust, deswegen bin ich schon vorgefahren. Ja, ich eigentlich auch. Na gut, ich fahr jetzt und dann mache ich gleich wie die guten alten Zeiten immer schön Defense. Boah. Bei mir kommt kein Tor rein, das wisst ihr doch. Schön, hast du. Ja, aber nicht gefährlich genug. Hast. Jawohl. Digga, ihr könnt mir mal die Klöten lecken, Alter. Das Marcel war Neuer. Ein bisschen knapp, ey. Nein, ich habe in die falsche Richtung gelenkt! Ich bin nach oben gefahren! Oh nein, Alter. Gut, das skippen wir jetzt mal ganz schnell. Ja, wir sind gerade, wir lassen die nochmal kurz rankommen, dass sie wieder Hoffnung haben. Und dann werden wir die so zerficken. Ja. Boah, das ist auch meine Taktik im 1 gegen 1. Natürlich, Lex. Natürlich. Ich bin hinten im Tor, Digga, jetzt gibt alles. Ja, ich hatte ja alles.
Ah. Aber es gibt nichts Ärgerliches, als bei Rocket League in der letzten Sekunde noch den Vorsprung von 4:0 oder so zu verlieren. Digga, das geht gar nicht. Das tut richtig weh. Wir werden auch gleich im Anschluss noch eine Folge GTA 5 aufnehmen. Die wird dann, ich schätze mal, am Montag oder Dienstag kommen. Bei mir kann ich euch leider noch nicht sagen. Aber solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen, weil ja, Alex und ich haben einen Spielmodus gefunden, der ist zu witzig gewesen. Wir haben den irgendwie heute Morgen um 3 noch gespielt im Livestream. Und alter Schwede, ich habe mich so bepisst vor Lachen. So, endlich haben wir auch mal wieder einen Ball im Flug getroffen. Ja, mein Gott. Schieß immer daneben. Ja, egal. Ich dachte, ja, du spielst ihn in die Mitte. Wäre auch besser gewesen. Ja. So, warte, der kommt jetzt. Nee, Quatsch. Ich habe keine Lust, den in die Mitte zu spielen. Das war alles geplant. Ja, natürlich. Jetzt ramme ich ihn weg. Guck mal, jetzt spielen wir 2 gegen A. Okay, na, noch nicht. So, jetzt. Oh, der kommt gut. Ach nee, der geht ganz rüber, oder? Der geht komplett auf die andere Seite. Der kommt wieder gut. Nee, den kriegt er nicht. Ich bin geflogen, weil er vor dir war. Nein! Wieder aus, bitte. Oh, schön, dass du den hast, Alter. Der wäre reingegangen. Das hat bei mir schon wieder geleckt, aber ich habe ihn irgendwie gekriegt. Weiß nicht wie. Du, ich kann dich echt ganz schlecht verstehen, du. Das leckt so. Ja, ja. Digga, scheiße. Bitte. Ich bin richtig bescheuert. Wie so ein Mongo an der Wand lang gefahren, ey. Ja, aber ganz ehrlich, was wäre Rocket League ohne Verlängerung, ne? Na, ja, das war geplant. Digga, ich hab irgendwas im Auge. Es sticht! Ach. So, du fährst und gib alles. Ja, guck mal, den hab ich direkt. Komm, perfekt zu dir, das war alles geplant. Ja, natürlich. Digga, Standardsatz. Ies. Achso, ich dachte, du fliegst, deswegen bin ich daneben gesprungen. Ne? War gewollt. Der geht rüber. Schön. Ah, bisschen Zeit gewinnen. Weißt du, wir wollen ja die ganzen 5 Minuten ausnutzen. Mal wird jetzt irgendjemand mein Tor schießen, dann könnte ich mein Headset wieder anmachen. Ja, dann ist da los, warum ist das ausgegangen? Hörst du mich? Digga, er hört mich nicht. Ey, Dominik. Ey, Mongo. Du bist schlecht in Rocket League. Ey, Dominik. Digga, du bist scheiße. Digga, Dominik, was kannst du eigentlich? 10 Sekunden noch, schaffen das. Digga, Dominik. Dominik, was, Digga, warum hast du eigentlich keine Abos? Warum bist du eigentlich so ein No-Hand? Dominik? Muss losfahren. Dominik? Er hört mich immer noch nicht, Digga. Ja. Er hört mich halt immer noch nicht. Gerade wichtiger, das Spiel zu gewinnen. Dominik kann nix. Digga, Dominik, wie scheiße bist du eigentlich? Das ist voll geil. Digga, Dominik. Dominik. Sorry. Digga, Dominik. Hallo. Na? Was kannst du eigentlich? Dominik, warum bist du nicht mehr Silber? Gib doch nicht. Ja, wundert euch nicht, warum das jetzt so ruhig ist. Wenn wir uns nicht hören, dann können wir auch schlecht miteinander reden. Digga, ich dachte schon, ich hab den selbst reingemacht, Alter. Oh, holy moly, Alter, war das knapp. So, Digga, ey, ohne Witz, ne? Wir haben für Dominik 2 Runden aufgenommen, weißt du? Für mich nehmen wir nicht mal eine auf. Oh. Hör ich wenigstens mal wieder was? Das ist schon mal geil. Hörst du mich? Ja, ich hör dich wieder. Ich hab dich die ganze Zeit... keine Ahnung, was da los war, ey. Digga, ich hab dich die ganze Zeit beleidigt. Sehr schön. Ohne Witz, ne? Ich hab schon gesagt, wir haben für mich 2 Runden aufgenommen, während wir für mich irgendwie nur eine brauchen. Ja, moin. Da mag dich einer nicht, habe ich das Gefühl. Ja, die zerstören mich gerne immer. Ja, ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier 6-7 Minuten schon rumspielen, ohne. Aber er hat sich entschuldigt, guck mal.
Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Doch, das habe ich auch schon häufiger gesehen. Das finde ich auch. Du musst das eigentlich, finde ich irgendwie. Das ist wie beim Tischtennis oder so, wenn man das Netz trifft. So, sorry. Ja. Oh, ich muss gerade an die Schulhofzeiten. Ich muss gerade an die Schulhofzeiten denken. Nein, ich bin nicht groß genug. Fuck! Ich bin nicht hoch genug gefliegen. Gefliegen. Ja, alle mal Hashtag fliegen in den Chat. Oh fuck. Digga, ohne Witz, bei mir reicht eine Folge. 7 Minuten. Aber schönes Match, Digga. Schön spannend, schönes Hin und Her. In dem Sinne. Party. Haut dem. Guck mal bei hier Mr. No Headset vorbei, ne? youtube.com/noheadset heißt er, ne? Genau. Na, Spaß. Das auf jeden Fall. Link ist in der Videobeschreibung. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr den Dominik mal unterstützen würdet, ne? Er supportet mich ja auch, ne? So muss das ja. Wir nehmen jetzt noch eine liegende Runde GTA 5 auf für euch. Kommt dann am Dienstag oder Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwo so die Periode. In dem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Thank you.